Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal. Wie gesagt, wir sind wieder up to date mit Seven vs. Wild. Ich freue mich sehr. Heute Abend habt ihr um Punkt 18 Uhr die neue Reaction auf die neue Folge. Ich bin sehr gespannt. Ich habe sie noch nicht gesehen, aber der Folgenname für die Reaction heute Abend heißt Code Yellow. Ich bin sehr gespannt. Aber vorher müssen wir natürlich noch von dem Behind the Scenes von Dave auch up to date sein. Die Folge heißt auch unfassbar spannend, finde ich. Eine Gefahr für die Seven vs. Wild Teilnehmer. Letzte Folge bei der Doku-Serie quasi. Bei Dave haben wir gesehen, dass da einfach Leute gechillt haben auf der Insel quasi, die verscheucht werden mussten, aber wo gesagt werden musste, ey, okay, ja, hier TV-Serie, wir packen den Dryback auf. Das war der von Sabrina. Und der Helikopterverein, der Helikopter Babo, sag ich mal, hat kurz vorher, so wirklich 15 Stunden vor Abflug gesagt, ja nee, das schaffen wir nicht, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Deswegen mussten die Teilnehmer quasi erst mit dem Flugzeug auf die Insel gebracht werden und dann von der Insel mit den Helis ausgesetzt werden an den Spots. Das war letzte Folge, super interessant, schaut euch die Reaction gerne an, falls ihr sie verpasst haben solltet. Ansonsten würde ich sagen, gehen wir jetzt rein hier bei Eine Gefahr für die Seven vs. Wild Teilnehmer. Ich freue mich sehr. Vielen Dank, dass ihr alle so aktiv, wie gesagt, am Start seid. Es macht ultra Bock. Keine Ahnung, ich bin super invested. Ich habe voll Bock. Seven vs. Wild dieses Jahr ist insane geil. Und ich hoffe, es wird nochmal irgendwie eine dritte Staffel oder irgendwas Vergleichbares geben von Fritz. Ich freue mich drauf. Wir schauen rein. Let's go. Nachdem der Helikopter-Drop-Off ein halbes Jahr ohne Probleme geplant und geprobt wurde, drohte dieser eine Nacht vor Aussetzung aufgrund von Misskommunikation seitens des Helikopterunternehmens zu scheitern. Nur durch Hartnäckigkeit und gemeinsame Anstrengungen gelang es dem Team dann doch einen Kompromiss zu finden, was jedoch eine komplette Umstrukturierung der Aussetzung bedeutete. Außerdem traf das Team beim Aussetzen der Teilnehmer-Drybacks auf einheimische Fischer, die sich an Sabrinas Spot ausruhen. Auch diesen musste noch in der Vornacht klargemacht werden, hier nicht bleiben zu können. In dieser Folge zeigen wir euch, was das Erscheinen fremder Menschen für das Projekt bedeutet und welche Maßnahmen getroffen werden mussten, um dies zu verhindern. Wenn ihr auch in Zukunft nicht verpassen wollt, was hinter den Kulissen von Seven vs. Also das heißt ja fast, das scheint ja so, als ob die wirklich einen Tag vorher verscheucht werden mussten, noch richtig. Dass wirklich in der Nacht vorher die da die verscheucht haben nochmal. Wenn Staffel 2 passiert und ihr uns unterstützen möchtet, dann abonniert diesen Kanal. Die heutige Folge wird euch präsentiert von Koro, bei denen ihr dauerhaft mit dem Code DAVE 5% aufs gesamte Sortiment sparen könnt. Von Snacks wie diesen veganen Haselnuss-Crunchies über Nussmischung. Da hätte ich jetzt Bock drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Bis hin zu getrockneten Früchten gibt es so ziemlich alles, was ihr an Snacks für einen perfekten Seven vs. Wild Abend braucht. Außerdem gibt es eine Menge Zutaten, um euer Frühstück, Mittag oder Abendessen aufzupeppen. Und das Beste, Koro setzt auf faire und nachhaltige Produktion. Auch für Sportler gibt es Produkte wie dieses vegane Proteinpulver. Es ist also wirklich für jeden von euch in jedem Anwendungsbereich irgendwas dabei und eine Menge auf der Website zu finden. Klickt jetzt auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Bestellt euch eure Snacks und spart dauerhaft mit dem Code DAVE 5% aufs gesamte Sortiment. Vielen Dank an Koro für die Unterstützung und euch viel Spaß mit dem Video. Ich hab so Bock. Ich hab so Bock. Es ist so eine Spin-off-Serie. Jetzt kam noch die Meldung, dass Leute auf der Insel sind. Das ist das eine Ding, worauf wir keinen Einfluss haben, weil die Insel so groß ist, dass es unmöglich ist. Also doch jetzt. Also sie haben ja vorhin, also so von diesem Punkt aus, 10 Stunden prior quasi, haben sie ja schon diese Fischer gesehen. Aber jetzt ist es ja schon dunkel, es ist nachts quasi fast schon. Und jetzt sind wohl wieder Leute gesichtet worden auf der Insel. Kontrollieren, ob irgendwo an irgendeiner Ecke irgendjemand anlandet. Im Worst Case rufen wir das Militär. Krass, das ist krass. Okay, wir haben folgendes Problem. Also wir waren vorne und haben die ganzen Säcke rausgegeben. Da waren mehrere Leute am Strand, die da eigentlich sehr hätten sein sollen. Und nach Rücksprache mit dem Orga-Team, was quasi jetzt noch in Panama City ist, fahren jetzt Tom und ich nochmal zu dem Spot hin und checken nochmal, ob der Rucksack wirklich noch vollständig ist. Das ist das, was ich letzte Folge gesagt habe. Ich als Fischer hätte auch kurz reingeguckt. Ich hätte nichts entwendet so. Aber ich kann mir vorstellen, dass Leute da auch auf dumme Gedanken kommen und dann einfach sehen, oh, geil, Technik, mitnehmen. Easy Geld so. Oder eine Machete. Oh, easy Geld. Es ist halt so, ne? Schwierig. Und noch da ist und gucken, dass wir die Hinterlassenschaften von denen beiseite räumen können. Ja. Und das checken jetzt ab. Crazy, auch so kurz vorher wieder. Das ist was, da wurden wir gewarnt von anderen großen Produktionen, dass Leute, die irgendwie davon erfahren haben, dieses Wissen nutzen, um absichtlich Schaden zu verursachen und dann Lösegeld erpressen. Oh, lol. Also das glaube ich jetzt nicht. Ja, möglich ist es natürlich. Hm.
Glaube ich jetzt aber nicht. Oder? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Also so nach dem Motto, pass auf, ich leg jetzt hier an mit meinem kleinen Boot und wenn ich mich verpissen soll, dann kostet das $10,000. Okay, guys. We have satellite phone right there. Okay, alles noch da. Die Fischer waren zum Glück weg und Sabrinas Dreieck war vollständig. Alles noch da. Ich hätte echt gedacht, dass die vielleicht irgendwas mitgehen lassen haben. Also jetzt, I don't know. Mit den Maßnahmen stand dem Drop-Off jetzt also nichts mehr im Wege. Zumindest dachten wir das. Oh shit, was ist denn noch passiert? Lossi, Nova. Oh geil, ey, wir fangen direkt da wieder an. Das finde ich super geil. Wir fangen direkt da wieder an. Otto, Fritz, mit mir und Max mitkommen. Wir gehen hier zum roten Helikopter. Geil. Ich finde es super cool, wie gesagt, dass wir jetzt die Kandidaten sehen, nachdem wir jetzt ja schon wirklich viele Folgen gesehen haben. 7 Folgen aktuell sind wir drin, wo wir gesehen haben, wie Nova schon zusammenbricht, wie Sascha echt körperliche Probleme hat, Magenprobleme hat, wie die Flut kam bei Otto und bei Fritz letzte Folge. Das ist super interessant, jetzt hier alle noch so happy, fröhlich zu sehen, so aufgeregt zu sehen irgendwie. Macht voll Spaß. Ich bin richtig nervös. Boah, das ist so episch. Das ist irgendwie so episch, diese beiden Szenen-Reihe. Ruhe in Person, Nova. Geil. Okay, wir hatten diesen ganzen Stress gestern, ne? Dieses Last-Minute, die komplette Logistik umschmeißen. Puh, das hat jetzt alles geklappt. Jetzt sollten wir eigentlich safe sein. Wir müssen nur noch hochfliegen, oh Teilnehmer rauswerfen. Oh nein. Und dann haben wir's. Was könnte jetzt noch schief gehen? Sag nicht, dass die jetzt doch noch da waren. Dass jetzt da noch Leute waren. Dass die jetzt wieder da waren tatsächlich. Und oh shit. Da sollten wir uns mal wieder irren. Weil was kann jetzt noch schief gehen? Die sind ja schon im Heli. Es geht ja schon los jetzt. Boah. So eine coole Aufnahme. Es klappte soweit, wir sind über den Dschungel geflogen, die Aussicht war der Hammer. Dann flogen wir die Küste entlang und wir waren ganz im Norden. Und ich gucke aus dem Fenster, oh nein, sehe bei Sabrinas Spot einfach so eine komplette Fischertruppe, die da auf dem Strand abhängt. Oh nein, tatsächlich, es waren wieder bei Sabrina wieder diese Fischer da. Wirklich, der Gedanke, der mir dadurch Horror. Den Kopf Horror. Ging, war, scheiße, das war's. Auf einmal knackt die Intercom, ich weiß, einer der Koordinatoren im Helikopter, Johannes, oh, Boot, shit. Sabrina, so, aber auch schon so richtig geschockt, so, Kacke. In dem, wie er gesprochen hat, so, ne? Und ich so, fuck, Wochen und Monate haben wir hier abgefragt. Oh und mein gesagt, Gott, sagt die mussten wirklich dann, was haben die denn gemacht? Also wir haben schon erfahren hier und da mal, dass es bei Sabrinas Aussetzung Probleme gab. Haben sie Sabrina dann als letztes ausgeworfen, weil es war ja auch, haben wir auch gesehen, bei Knossi ist ja auch was schiefgelaufen bei der Aussetzung. Wahrscheinlich sollte erst Sabrina als erstes ausgesetzt werden. Aber dann musste ganz kurzfristig Knossi als erstes ausgesetzt werden. Warum es überhaupt zu diesem Problem gab bei Knossis Aussetzung? Weil es ganz spontan auf einmal Knossi war als erstes. Meine Theorie. Allen Fischer Bescheid. Krass. Das sind offene Gewässer, also jeder darf hier hinkommen, das ist legal. Wir hatten 2 Stunden, bevor die Helikopter kamen, nochmal die komplette Insel abgefahren, um zu checken, dass sich wirklich auch kein Fischer, keine Menschenseele da war noch in Nähe der Insel verloren hat. Und du guckst aus dem Fenster und das ist wirklich dein ultimativer Albtraum. Warum das so problematisch ist, hat mehrere Gründe. Zum einen sollen die Teilnehmer das Gefühl von 100% Ja, und allein schon Sicherheit. Hallo, Sicherheit. Sicherheit. Sicherheit über allem. Bekommen. Das Gefühl, isoliert auf einer einsamen Insel ausgesetzt zu sein, angetrieben alleinig durch die eigene Willenskraft, 7 Tage ohne Kontakt zu Sicherheit anderen Sicherheit über allem, aber. Fremde Menschen zerstören diese Isolation. Außerdem birgt das Anlanden von fremden Menschen ein hohes Sicherheitsrisiko. In der Region finden sich viele Menschenschmuggler, für die geltendes Recht nicht sonderlich hoch im Kurs steht. In einem Worst-Case-Szenario könnten diese einen ohnehin geschwächten Teilnehmer überwältigen oder gar verletzen. Ich wusste, okay, gut, es gibt genau eine Chance, die wir haben.
Und das ist, wir müssen das Rettungsboot, was eigentlich für einen Notfall vorgesehen war, irgendwie erreichen und dazu bewegen, schnellstmöglich zu diesem Spot zu kommen. Krass. Und die Fischerleute da wegzubekommen, bevor wir den Drop-Off da machen. Boah, wie struggle ich alles, während sie in der Luft sind. Das muss halt alles gemacht werden, während sie schon in der Luft sind. Das Problem, die Hacienda und unser Emergency-Boot war komplett im Süden der Insel. Oh, wir shit. Selber sind gerade komplett in den Norden geflogen und die Funkverbindung war so schlecht. Also du konntest wirklich in 70% der Insel keine Funkverbindung bekommen. Wir waren so weit weg, ich habe mir gedacht, okay gut, wir haben keine Chance. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ganz aber krass. Ich probiere es einfach trotzdem mal, den Kanal umzustellen. Während sie in der Luft sind. Hab den Funkspruch abgelassen, ja. Paddy an Zentral oder Boot, könnt ihr mich hören? Warten, warten. Dann kam der Funkspruch, Zentral an Paddy, wir hören dich. Und also ich war in meinem Leben noch nie so froh, eine andere Stimme zu hören. Krass, Mann. Na, jeden Moment konnte die Funkverbindung abbrechen und ich habe so gerade noch diesen Spruch rausgehauen. Ja, Paddy an Zentrale, wir haben Fischer an dem Spot von Sabrina. Ihr müsst schnellstmöglich das Emergency-Boot hochschicken. Schafft die da weg. Boah, ey, episch. Ich sag's, wie es ist. Das Ding ist so episch gemacht, dieses Behind-the-Scenes, Junge. Wie krass das ist. Ich frage mich, ob die Kandidaten im Heli das mitbekommen haben. Also bestimmt, dass es Funkspruch gab und dass es irgendwie schnell was geregelt werden musste noch. Aber ob sie genau mitbekommen haben, was los war, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich haben sie das Boot gesehen und dachten, okay, ist ein Boot von einem Team oder so, keine Ahnung. Krass. Dann war der Kontakt auch schon weg. Wir sind auch schon mehr rausgeflogen. Wir wussten selber nicht genau, ob das alles durchgegangen ist, ob das geklappt hat, dass die Zentrale das Boot kontaktiert hat. Boah, auch super cool grafisch dargestellt, muss man sagen. Echt. Dann kam schon das nächste Problem, nämlich das Thema Benzin. Und dann habe ich halt abgefragt, okay, gut, Jungs, wie sieht es bei euch aus? Für wie lange habt ihr noch Benzin? So, stellte sich raus, der zweite Teilnehmerhelikopter, wo der Johannes drin saß, hatte noch für eine Stunde 10 Minuten Benzin. Damit das Boot vom Süden in den Norden der Insel fährt und die Leute da wegbewegt, brauchten wir knapp eine Stunde. So, und das hieß, die allererste Option, ein bisschen Zeit schinden, ein bisschen übers Meer fliegen, über die Insel fliegen, Zeit gewinnen, damit wir die Fischerboote da wegbekommen, die war schon mal vom Tisch. Und da denkt sich schon so, okay, scheiße. Dann haben sie die Spots gewechselt tatsächlich, ja, dann haben sie wohl die Spots gewechselt, der Teilnehmer, I guess. Es reicht nicht, dass du ein Problem hast, jetzt kommt schon das nächste, ne? Wir flogen zurück über die Insel und glücklicherweise kam dann schon der Funkspruch rein, Zentrale an Helikopter, das Boot ist unterwegs. Und dann wussten wir, okay gut, das erste Problem, vielleicht schaffen wir das zu lösen. Aber wir haben immer noch einen massiven Wettlauf gegen die Zeit gerade. Und dann haben wir gesagt, okay gut, wisst ihr was, wir ändern jetzt die Reihenfolge. Ja. Wir fangen weiterhin mit Joris, dem Ersten, an, machen die Reihenfolge weiter, überspringen Sabrina, Fliegen dann irgendwo die Runde zu Ende und hoffen, dass wir am Ende noch genug Benzin im Tank haben, um zu Sabrina rüber zu fliegen, sie rauszudroppen und zur Base zurückzukehren. Wir waren schon auf dem Weg zu Joris, zu dem ersten Spot und... Dann fiel mir plötzlich ein, ach shit, unser Safety-Boot fährt wahrscheinlich genau gerade vor Joris Spot her. Oh shit, ja da klar. Können wir auch nicht den Drop-Off machen. Das heißt, dann haben wir dann noch in allerletzter Sekunde, und wir waren vielleicht so 200-300 Meter vor seinem Spot, haben wir noch durchgegeben, okay gut, wir müssen wieder den Plan ändern. Und dann war es Knossi. Und glücklicherweise hat die Kommunikation... Und dann war Knossi der Erste. ...mit Johannes und Martin super gut geklappt. Dann war Knossi der Erste. Wir haben mit den Helikopterpiloten super schnell kommuniziert, alle abgedreht Richtung Norden. Und sind dann zum vierten Spot, dem Spot von Knossi, geflogen. Wir kamen an dem Spot an. Wir Koordinatoren saßen alle vorne. Und ich weiß noch, ich drehe mich um, schau Max an. Er schaut mich völlig entgeistert an, hat von dem allen nichts mitbekommen. Ja. Dachte, wir hätten uns beim Spot verflogen. Stimmt, ey, oh Gott. Ich rufe nur so raus. Ja, Knossi muss raus. Max, Knossi, ja, Knossi, schmeiß Knossi raus. Knossi hat das wirklich wortwörtlich fast das Kotzen bekommen, weil er halt nicht damit gerechnet hat, als Erster abgesetzt zu werden. In dem Fall war er dann der Erste, auch für uns überraschend. Max sagt das im Knossi, ja, der Knossi guckt ihn einfach völlig entgeistert an. Also wie ich, ne? Die hatten eigentlich kommuniziert bekommen, dass die an 4., 5., 6., 7. Stelle waren. Und ja, ich bin richtig blown away irgendwie gerade. Ich muss ganz ehrlich sagen, voll cool, dass alles dokumentarisch so festgehalten wurde, weil imagine, wir hätten diese Behind-the-Scenes-Reihe von Dave und so nicht gehabt. Wir hätten von all dem nur aus Erzählungen mitbekommen, was nicht halb so cool gewesen ist. Aber jetzt so diese entgeisterten Gesichter zu sehen und so ist schon krass. Dass die an 4., 5., 6., 7. Stelle waren
Und ganz krass. Ich habe es nicht gesehen, aber er muss wohl in dem ersten Moment wirklich kreidebleich sein. Kann ich auch verstehen, wenn die Plötzlich gesagt wird, beim Drop-off. Du musst jetzt aus dem Helikopter springen. Krass. Vor allem Knossi hat halt nicht damit gerechnet. Das hat dann alles funktioniert. Und dann kamen wir kurz vor Sabrinas Spot an. Da gab es dann wieder eine Funkverbindung mit dem Boot und ne, die Ansage war so, okay, wir sind gleich da, wir haben jetzt auch nicht so viel Zeit. Mhm. Und die waren so, ja, okay, wir sind auch gleich da, wir brauchen noch 5 Minuten. Und dann haben wir vor Sabrinas Spot noch den Drop-off gemacht, dann haben wir den Helikopterpiloten gesagt, ja komm, dreht mal hier noch so eine Runde. So ein Schlenker. Um den Dschungel. Und dann waren wir auch so, ja gut, wir können jetzt auch nicht mehr länger warten, wir haben kein Benzin mehr. Wir Krass, fliegen über wie viele Komponenten Berg das zusammen? Sabrinas Spot. Hören noch den Funkspruch, ja, die Luft ist rein, gucken Boah. Und sehen in der Ferne einfach nur noch dieses Fischerboot, was da so wegtuckert. Und oh Gott, ist uns da allen ein Stein vom Herzen gefallen. Und Sabrina konnte einfach an ihren schönen, remoten Ort einspringen. Ey, wie krass, dass das wirklich alles so close war. Haaresbreite. Krass. Wow. Digga, alle fertig mit den Nerven. Und jetzt muss erstmal geredet werden, getalkt werden, was los war. Digga! Was zum Flying Fuck! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das kann keiner machen! Das, was hier gerade passiert ist, kann keiner machen, der bei irgendeiner verfickten TV-Produktion arbeitet und irgendwelche Scheißregeln einhalten muss. Oh. Es gibt niemanden, der irgendwas in die Richtung machen kann im schön, Fernsehen. Schön, das hier ist etwas. Wirklich einsame Spitze. Es gibt nichts Vergleichbares. Gar nichts. Unfassbare Scheiße, ey! Unfassbare Scheiße, ey! Geil. Ey, wenn die nicht abliefern, jetzt die Scheißkandidaten, ne? jetzt noch. Also, bessere Startvoraussetzungen, um der Held zu werden, hast du nicht, wenn du aus dem scheiß Helikopter springst und auf einer einsamen Insel landest. Also, wer jetzt noch reinscheißt, ne? Der. Oh, King Hell! Alter, war das wild! Ich bin so stolz auf sowas gewesen. Ich glaube, ich stand selten in meinem Leben so unter Druck. Boah, so schön, die so glücklich zu sehen, Mann. Ich danke dir für alles. Ich danke, dass es dich gibt, mein Junge. Du bist der Beste. Du bist einfach der Beste. Und dann wirklich halbe Minute, nachdem sich alle in den Armen lagen, das erste Mal wieder Wasser getrunken. Oh nein, gab's. Wollte ich mich verarschen, also dass noch ein Notfall reinkam. Was kann alles passiert sein nach dem Drop-off? Wir hatten seit 4 Stunden der nächste Funkspruch. Wir haben weitere Boote an der Küste. Clemens, ich kann dich hören. An welcher Bucht sind die Boote? Ein bisschen höher, Paddy. Paddy hier, ich kann euch hören. Clemens, in welcher Bucht sind die Boote? Wir haben noch 2 Boote hier, die quasi auf dem Weg oder zwischen der Haft jetzt. Den Spot von Dutzend. 2 Busse, die wollen hier nicht verschwinden, die sind in der Bucht. Also zwischen Joris und Hacienda. Tom hat auch ein GPS. Es kann ja kein Zufall sein. Also ihr könnt mir nicht erzählen, dass diese Insel so oft befahren wurde. Natürlich wurde es bestimmt auch mitbekommen, da fliegen seit Wochen irgendwie Helis rum. Das wurde mitbekommen, dass da irgendwas ist. Das spricht sich rum. Es kann echt sein, dass da, wie es am Anfang erwähnt wurde hier, dass da Leute chillen und sagen, nee, wir verschwinden nicht, wir würden jetzt gerne Geld haben. Das hätte ich am Anfang der Folge nicht gedacht, dass das wirklich so ist. Point, aber es scheint so zu sein. Fertig geschickt. Okay, Zentrale. Wenn ihr mich hören könnt, geht zu Jill Blanca, sagt, dass sie irgendein Security da rausschickt oder sonst was. Die müssen verschwinden. Und wir merken, okay, das mit dem Fischerbooten, irgendwie ist hier ein höherer Betrieb als normalerweise. Ja, safe. Das wird langsam zum Problem. Man kann es den Fischern natürlich nicht übel nehmen. Sie dürfen sich frei bewegen auf dem Gewässer. Und in Panama ist es so, dass Strände auch nicht privat sind. Ja, wir haben ja zwar die ganze Insel angemietet, aber jeder darf an die Strände kommen. Und
ja, warum sollten sie das nicht machen, um eine kleine Mittagspause zu machen oder abends zu chillen? Und uns war zu dem Zeitpunkt klar, okay, wir müssen jetzt schnellstmöglich hier eine dauerhafte Lösung finden. Ja. Heißt, wir hatten verschiedene Optionen, die es galt dann zu evaluieren, zu gucken, was ist wirklich sinnvoll. Also zum Beispiel schalten wir jetzt das Militär sofort ein, wo du nicht weißt, was macht das Militär? Startet das Militär dann eine Invasion auf die Insel und legt irgendwelche Schützengräben an? Ja, das ist ja krank. Ich muss jetzt hier die Insel frei halten. Deswegen haben wir uns nachts zusammengesetzt, um nach einer Lösung zu suchen. Und die sah dann so aus, dass wir mit zwei Booten Patrouille gefahren sind. Wir sind an einen strategischen Ort in den Norden gefahren. Von dort konnten wir dann wirklich beide Küsten gut absuchen und im Notfall dann auch noch Unterstützung anfordern. Und genau dieses Schichtsystem haben wir dann auch strikt durchgezogen. Krass. Sollten sich den Teilnehmerspots Fischer oder andere Boote nähern, haben wir ihnen klargemacht, dass wir hier produzieren und sie gebeten, das Gebiet zu verlassen. Das wurde dann mal mehr und mal weniger gut akzeptiert. Cool. Der Rico war einmal mit dem Boot unterwegs, hat da so eine Art Kahn irgendwo, den wollte er von der Küste wegbekommen. Der Typ fand das gar nicht so witzig und hat dann versucht, Ricos Boot zu rammen, also das war richtige Greenpeace. Junge, WTF, also ich kann es auch ein bisschen verstehen, wenn die Fischer da seit 50 Jahren immer hinkommen am Dienstag und dann da nicht hin können. Aber es ist schon auffällig hoher Betrieb da, sage ich mal, so wie es ist. Action, die da stattgefunden hat. Wir haben sich gerade echt ein paar dramatische Szenen abgespielt. Wir haben Patrouille gehalten, damit keine Boote von außen auf die Insel eindringen können. Weil da kam dann ein Riesenboot angefahren, kam genau auf uns zu. Krass. Der Kapitän hat Funksprüche rausgegeben, dass er abwenden soll. Die einfach straight weiter, wollten wahrscheinlich auf die Insel fahren. Dann nach Funkverkehr hin und her fängt das Boot an uns zum Runden, fährt genau auf uns zu, seitlich, wollte uns jetzt wahrscheinlich irgendwie rammen. Unser Kapitän ist noch im letzten Moment ausgewichen. Krass. Etliche Funksprüche hinterher, wir haben die angeleuchtet, 20, 30 Leute waren an Bord. Da sind die irgendwann gefahren, ich weiß nicht, ob wir mit der Militär, mit der Seepolizei gedroht haben. Krass. Aber mit einem Boot, das wir abgestellt haben, das oben Patrouille fährt, mit Drohnen, die wir teilweise haben steigen lassen, um auf die Meere zu schauen, ob sich jemand der Insel nähert. Krass. Und eben der Vizeministerin eines Landes und dem Minister eines Landes, die sich für uns eingesetzt haben. Das war halt wirklich das Maximum, was wir machen konnten, um Remoteness zu gewähren. Holy shit, man. Das ist ganz, also wirklich auch für mich hier, die letzte Seven vs. Wild-Folge war in meiner Opinion eine der besten und das ist auf jeden Fall eine der besten Behind-the-Scenes-Folgen gewesen. Crazy, crazy, crazy. Ich bin gespannt, ob das Militär noch wirklich eingreifen muss, weil es, ey, wenn da so ein großer Tanker kommt und dich irgendwie wegrammen möchte, was willst denn du da machen so? Und ich kann auch verstehen, dass wenn die Leute dann da, wenn denen gesagt wird, ja, die filmen hier, die drehen hier, du darfst hier nicht hin, dass die dann sagen, na, würde ich mir mal genauer ansehen, so, was ist denn, warum darf ich hier nicht sein, was ist denn los hier? Krass. Also das ist wirklich unheimlich auch ein bisschen, wenn man drüber nachdenkt, dass hat man gar nicht so vorher drüber nachgedacht, aber dass 24/7 natürlich irgendwelche Boote anlegen können, irgendwelche Leute auf diese Insel kommen können, gruselig, crazy. Damn, okay, ey, ich freue mich sehr auf die Folge, die heute Abend kommt, die werden wir zusammen sehen, Freunde, wie gesagt, ich bin sehr gespannt und freue mich drauf und ja, ich wünsche euch allen ansonsten einen wunderschönen Tag, bleibt alle so fresh und gut aussehen, wie immer, checkt gerne meine Seven vs. Wild Playlist, da habt ihr natürlich alle Folgen der Serie und auch der Behind-the-Scenes-Reihe in der richtigen Reihenfolge für euch zu finden und ja, dann sehen wir uns bald fresh, so wie immer und tschüss.